zeige ich heute mal meine bewährte Futtermischung. Da hole ich aus dem Haus Sonobates, So Natural Serie, das Black River, zusammen mit dem Lake und das brandneue Hemp und Koriander. Das gibt, weil wir hier hauptsächlich Rotaugen zu erwarten haben, den nötigen Touch, den es braucht. Der ganze Mix wird nachher noch ein bisschen mit Erde beschwert. Und ja, somit habe ich ein vielseitiges Futter, um unter anderem auch mal noch ein vereinzelter Prasse oder so auf den Platz stellen zu können. So, wie ihr gesehen habt, hatte ich hier zuvor eine Köderdose voll Lehm reingetan, die vorangefeuchtet. Hier in dem großen Behälter hatte ich jetzt mein Grundfutter fertig angerührt. Jetzt zum Schluss habe ich auch hiervon eine Dose voll unter den Lehm gerührt. Das wird nachher mein Futtermittel sein, womit ich ein paar Würmer und Kaster gezielt kappe werde, um vielleicht halt auf dem Punkt noch eine Prasse oder so abzufangen. Hauptsächlich werde ich heute das Futter angeln für auf die Rotaugen mit auch Kaster drin, ein paar Pinkies, aber eher ein bisschen lockerer und auf den Punkt gekappt, 50-50 Lehm und Futter. Das denke ich hier eine bewährte Methode und ja, schauen wir, was kommt. Wir werden auf 13 Meter heute angeln. Da habe ich mal einen Punkt ausgemacht beim Loten. Also wir haben einen relativ gerader Untergrund. Ich sag mal, flussabwärts geht es dann in so eine kleine Mulde. Und dort werde ich auch das Futter reinwerfen und auch reinkappen. Wie ich beim Futteranrühren bereits gezeigt habe, habe ich ganz klassisches Futter angerührt. Das wird, sage ich mal, mein Hauptmix sein. Und kappen werde ich, um vielleicht Prassen zu stellen, mein Lehm-Futtermix. Da werde ich jetzt eigentlich so 4 von diesen Händen holen. Das wird ausreichend sein, für am Anfang meine Bälle zu kappen. Ein paar Kaster dazu und ein paar Würmer dazu, die ich jetzt noch klein schneide werde. Auf jeden Fall, das wird so ungefähr der Mix sein, den ich kappen werde. Und von Hand werfen tue ich mein Grundfutter. Dort werde ich hier auch 4 solcher Hände holen. Das sind ungefähr 3 Liter. Und die werde ich jetzt auch nur ein bisschen weniger Köder reinmachen, ein paar Kaster, ganz vereinzelt nur Pinkies, um direkt, sage ich mal, ein bisschen Attraktivität auf den Platz zu bekommen. Und die Hauptköder werde ich kappen. Summer is ended, the leaves are turned.